Hallo, jetzt liegt da also vor der Vertrag zwischen der Europäischen Kommission und AstraZeneca und wir können endlich herausfinden, wer uns jetzt eigentlich belogen hat. Denn ungewöhnlich unter solchen normalerweise seriösen Parteien, dass da Aussage gegen Aussage steht bei einer Tatsache, die sich so leicht beweisen lässt, wenn man nur die Vertraulichkeit aufhebt. Die Kommission hat zuerst gesagt, stimmt doch zu, dass wir es veröffentlichen dürfen. AstraZeneca hat eine Weile gewartet, dann aber gesagt, okay, machen wir es öffentlich, schwärzen allerdings noch ein paar Sachen. Und jetzt am Freitag wurde von der Europäischen Kommission der Vertrag, der damals geschlossen worden ist, am 26.08. jedenfalls das Datum hier oben, der liegt jetzt also vor. Und wir können uns anschauen, ob die Best-Effort-Klauseln, von denen die Rede war, wirklich drin sind und ob sie tatsächlich greifen. Zunächst einmal Best-Effort, ja, das gibt es, das ist in den meisten Verträgen irgendwo auch definiert und da gibt es also die Definition einerseits für die Europäische Kommission und andererseits für AstraZeneca. Best Effort bedeutet, man soll alles das tun, was ein anderes vergleichbares Unternehmen der gleichen Größe mit den gleichen Kapazitäten auch tun könnte oder würde im Anbetracht einer globalen Pandemie und so weiter und so fort. Die Europäische Kommission soll auch manchmal Best Effort anwenden, wenn es zum Beispiel darum geht, AstraZeneca zu unterstützen bei Beschaffungen oder dergleichen. Wir haben eine Initial Dose, die auch definiert ist und die beträgt 300 Millionen Dosen, also 300 Millionen Impfdosen sollen produziert werden bzw. die Kapazitäten dafür geschaffen werden auf Kosten der Europäischen Kommission. Nicht in einer Weise, dass kein Überschuss entsteht bei AstraZeneca, aber auch kein Verlust. Also sollen die tatsächlichen Kosten dafür gedeckt werden. Das war das Argument, wir haben doch schließlich dafür bezahlt, dass ihr so viel erst einmal herstellen könnt. So, jetzt kann man nach dem Wort Best Reasonable Effort suchen. Da muss man aufpassen, der ganze Text ist zwar als Text in dem PDF hinterlegt, allerdings gibt es eine Seite und das ist die entscheidende, die ist nur als Grafik da drin. Da müsste man also erst eine OCR drüber lassen, denn der Begriff Best Effort steht in der Klausel Nummer 5. Und da heißt es Initial Europe Doses, das ist die, die wir vorhin definiert gesehen haben mit den 300 Millionen. Die soll also AstraZeneca mit dem Best Reasonable Effort herstellen, und zwar innerhalb der Union für Distribution und so weiter, following EU Market Authorization. Insofern, ja, es stimmt, bei der Lieferung gibt es eine Best Reasonable Efforts Klausel. Jetzt ist die nächste Frage, was bedeutet es denn? Was ist denn der Sorgfaltsmaßstab, der hier zumutbar ist für AstraZeneca? Zum Beispiel kann man von AstraZeneca verlangen, dass sie die produzierten Impfdosen nicht einem anderen Land verkaufen, insbesondere einem Land, das schon 2-3 Wochen vorher geordert hat. Und da ist es interessant, wenn man etwas weiter sucht in die Ziffer 13, da gibt es Regelungen mit Garantien und Haftungen und da garantiert also AstraZeneca gegenüber der Kommission auf der Ziffer E, dass AstraZeneca keine Verpflichtungen eingegangen ist, also insbesondere vorher nicht eingegangen ist, gegenüber einer dritten Person, also zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, die im Konflikt steht zu der Verpflichtung, diesen Vertrag zu erfüllen. Das heißt, AstraZeneca hat ausdrücklich garantiert, es gibt keine Verpflichtungen, die dem entgegenstehen, diesen Vertrag zu erfüllen. Insofern ist es doch eigenartig, wenn sich jetzt AstraZeneca darauf beruft, hey, hey, Moment, wir haben aber vorher schon mit jemand anders einen Vertrag gemacht, der nicht zur Europäischen Union gehört, jedenfalls danach nicht mehr, und den wir vorrangig beliefern und deswegen muss die Europäische Union zurückstehen. Das könnte ein bisschen haarig werden. Insofern, erster Punkt, AstraZeneca Best-Effort-Klausel ist drin, aber auf der anderen Seite kein guter Grund, um die Briten dann vorrangig zu beliefern. Die Europäische Kommission hat gesagt, es gibt klare Lieferzeitpunkte und Regelungen und die sind dahinter. So richtig klar ist das für uns jetzt nicht, weil jede Zahl da drin geschwärzt ist, aber richtig ist, es gibt einen Delivery Schedule. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie man mit der Situation verfährt. Juristisch gesehen würde ich nach der ersten Einschätzung sagen, dass es AstraZeneca nicht so leicht hat, sich auf Best Effort zu berufen, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie die europäischen Lieferungen durch vorangegangene britische Lieferungen kompromittiert sind. Erstaunlich ist, die Klausel ist hier ganz anders als im CureVac-Vertrag, denn im CureVac-Vertrag wird unter Best Effort tatsächlich auch berücksichtigt, dass man andere Verträge abgeschlossen hat und darauf Rücksicht nehmen muss. Das ist hier nicht der Fall. Also die
britische Lieferverpflichtung ist kein Grund, den Best Effort nicht anzuwenden bzw. nicht zu liefern.